ChatGPT hat einen riesigen Hype erlebt und jetzt gibt es erste wissenschaftliche Untersuchungen zur Anwendung von ChatGPT für deine eigene Geldanlage, unter anderem von der Federal Reserve selbst, die belegen, dass der Hype gerechtfertigt ist und man mit ChatGPT tatsächlich die Entwicklung von Börsen und Aktienkursen ja gut vorhersagen kann. Was genau sich dahinter verbirgt und wie du ChatGPT für deine Geldanlage nutzen kannst, das erfährst du jetzt bei Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. ChatGPT von OpenAI ist in aller Munde und hat die Marke von 1 Million Nutzer schneller geknackt als alle anderen Internetplattformen vor ihr, ja, die heute unser Leben bestimmen. Wie wir hier sehen, brauchte Netflix für diesen Meilenstein rund 3,5 Jahre, Airbnb und Twitter 2 Jahre, Facebook rund 10 Monate und Spotify sogar nur 5 Monate. Instagram war sogar so beliebt, dass sie nur 2,5 Monate gebraucht haben. ChatGPT hat diesen gleichen Meilenstein in gerade einmal 5 Tagen erreicht. Das gilt übrigens auch für die ersten 100 Millionen Nutzer, wie wir hier ganz schön erkennen können. ChatGPT hat selbst TikTok, die bisher ja als das Nonplusultra für explosives Wachstum galten, um Meilen hier geschlagen. Der Hype rund um ChatGPT ist auf jeden Fall gegeben und jetzt gibt es mittlerweile ja die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen von der tatsächlichen Nützlichkeit und auch Genauigkeit, was ganz wichtig ist, von den Aussagen, die man sich hier aus ChatGPT ziehen kann. Dabei schauen wir uns heute 2 Forschungsarbeiten an. Die erste stammt dabei von 2 Wissenschaftlern der amerikanischen Zentralbank Federal Reserve selbst, kurz FED, die mal untersucht haben, ob ChatGPT die Mitteilung der US-Zentralbank selbst gut auswerten kann, die ja über Gedeih und Verderb unserer aller Aktien und ETF hier entscheiden. Das 2. Forschungspapier handelt von der korrekten Analyse von Ad-Hoc-Mitteilungen und Nachrichten und ob diese gut oder schlecht für den Aktienkurs vom jeweiligen Unternehmen sind und warum. Als erstes aber zum FED-Papier. Hier werden die Aussagen, die als sogenannte FED-Speak bezeichnet werden, analysiert von ChatGPT. Darunter versteht man die Veröffentlichung der 8-jährlichen Treffen der FED, in denen über die zukünftige Geldpolitik in den USA entschieden wird, ob eben auch die Zinsen angehoben werden oder eher nicht. Dabei sind diese Aussagen ja berüchtigt dafür, ganz vage und kryptisch zu sein, sodass man sie als Otto-Normalbürger kaum versteht, ehrlicherweise, und selbst Finanzanalysten Probleme damit haben, die Aussagen hier richtig zu deuten. Das ist also eine gute Herausforderung. Die Aufgabe von ChatGPT war es, diese Aussagen jetzt korrekt auszuwerten, ob sie eher für eine restriktive Geldpolitik mit höheren Zinsen stehen und dadurch sinkender Inflation, im Amerikanischen wird das als hawkish bezeichnet, oder ob sie für eine eher lockere Geldpolitik stehen mit niedrigeren Zinsen, hier spricht man von dovish. Wer diese Frage richtig einschätzen kann, der kann kurzfristig die Bewegungen an den Aktienmärkten ziemlich gut vorhersagen, da eine restriktive Geldpolitik mit steigenden Zinsen auch weniger Kreditvergabe an Unternehmen bedeutet, dadurch weniger in Forschung und Entwicklung investiert wird oder auch neue Fabriken und Anlagen und so die Börsenkurse der Unternehmen zumindest kurz- und mittelfristig tendenziell fallen. Das Gegenteil ist dann bei fallenden Zinsen der Fall, die dem Wirtschaftswachstum ja helfen und damit auch den Börsenkursen von den Unternehmen selbst, aber dafür potenziell ja mit mehr Inflation gerechnet wird bzw. zugelassen wird. Wer hier die Worte der FED also richtig interpretieren kann, der kann dadurch ja kurzfristig potenziell sehr viel Geld verdienen. Bevor wir auf die erste Analyse der sogenannten FED-Speak jetzt eingehen, aber nochmal ja ein wichtiger Hinweis, dass ChatGPT selbst auf ihrer Website angibt, dass potenziell hier auch falsche Informationen generiert werden können von diesem Programm. Es handelt sich dabei laut dem Betreiber OpenAI um eine kostenlose Forschungsvorschau, die hier uns allen zur Verfügung steht vom finalen Produkt, was irgendwann mal entsteht. Das ist wichtig zu wissen, dass der Fokus bei der Entwicklung von ChatGPT bisher nicht auf der korrekten Beantwortung von Fragen lag, sondern darauf, wie ein Mensch auf die Anfragen der Nutzer selbst zu antworten und das eben möglichst gut. Es wird sicherlich weitere Versionen von ChatGPT und anderen Anwendungen von künstlicher Intelligenz geben, die sich dann der Wahrheit als Fokus verschreiben. Aber erstmal wurde jetzt der große Schritt geschafft, wie
ein Mensch eben auf Anfragen zu antworten. Und das ist offensichtlich so wertvoll, ja, dass zahlreiche Menschen diesen Service gerne nutzen. Und wenn dir dieses Video hier gefällt, lass mir doch ein Like als große Unterstützung da und abonniere den Kanal, um kein Video zweimal die Woche zu verpassen, mit dem du deine finanzielle Bildung stärkst. Okay, los geht's also. Im Forschungspapier der FED-Wissenschaftler ist man der Frage nachgegangen, ob ChatGPT einen menschlichen Finanzanalysten bei der Interpretation der Worte der FED eben ersetzen kann und so Anlegern potenziell viel Zeit sparen kann, oder ob man vor allem falsche Ergebnisse damit bekommt. Das Ergebnis überrascht wirklich sehr, da man es ganz einfach mit den Analysen von echten Finanzanalysten überprüfen kann und nicht nur eine Ja-Nein-Antwort bekommt, sondern auch eine mit einer Begründung, die ebenfalls stimmen sollte. Dabei wurde ChatGPT als Large Language Model, abgekürzt LLM, mit den Daten von 8 FED-Meetings pro Jahr über insgesamt 10 Jahre von 2010 bis 2020 gefüttert. Davon wurden zufällig 500 Sätze herausgezogen, die künstliche Intelligenz jetzt auswerten sollte, anhand dieser Skala hier, ob sie eher für eine lockere Geldpolitik stehen, dovish, oder eher eine restriktivere Geldpolitik, hawkish. Dabei werden die Sätze zuerst von jeweils 3 verschiedenen Finanzanalysten, die tatsächlich Menschen sind, ausgewertet, um eben menschliche Fehler in der korrekten Analyse dieser Sätze möglichst zu minimieren. Als erstes Ergebnis kam dabei diese Tabelle heraus, die einen ja erstmal überwältigt, würde ich sagen, aber mit ein paar Sätzen als Erklärung doch sehr nützlich ist und gar nicht so schwierig zu verstehen ist. Wir sehen hier, wie gut die Auswertung von verschiedenen Sprachmodellen der FedSpeak ist, und ganz links befindet sich ChatGPT Version 3, die vor wenigen Monaten noch ja die aktuellste Version von ChatGPT war. Daneben sehen wir andere Modelle, unter anderem BERT, das von Google entwickelt wird, und weitere dann noch. Am wichtigsten sind dabei als erstes die Werte MAE, was für den mittleren absoluten Fehler steht, eine Vorhersage der Genauigkeit ist das. Dabei ist hier ein Wert möglichst nahe bei 0 am besten. Wie wir sehen, schlägt sich ChatGPT dabei am besten, was auch durch die fette Schriftart da symbolisiert wird. Wenn du die Studie selbst nachlesen willst, habe ich dir übrigens auch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ein Wert von 0,41 ist gut, aber ehrlicherweise nicht sehr gut. Weiter sagt der F1-Score, im Deutschen F-Maß, nichts über die Formel 1 aus, sondern wie oft die jeweils richtige Antwort bei den entsprechenden Kategorien eben hier getroffen wurde. Wie wir hier sehen, lag dieser Wert bei 0,49 bei ChatGPT. Hier ist ein Wert möglichst nahe bei 1 am besten, und damit wurden nur 49% der Aussagen dovish richtig interpretiert. Nur die Hälfte richtig einzuschätzen ist ehrlicherweise nicht viel, aber immerhin mehr als bei allen anderen bisher bestehenden Programmen, die vor ChatGPT kamen. Und jetzt sind die Wissenschaftler aber noch einen Schritt weiter gegangen, weil diese Ergebnisse waren jetzt nicht so zufriedenstellend, und haben die Programme mit neuen Daten gefüttert, was die richtige Auswertung von verschiedenen Sätzen tatsächlich sind. Und damit konnten dann wesentlich bessere Ergebnisse erzielt werden, nachdem man diese zusätzlichen Daten und Antworten geliefert hat. So konnte der mittlere absolute Fehler deutlich reduziert werden von 0,41 auf 0,23, und dovish wurde jetzt statt in 49% der Fälle in 77% der Fälle als richtig erkannt. Bei hawkish ist der Wert sogar von 10% auf 80% angestiegen. Hier ist ChatGPT anderen Programmen nochmal meilenweit voraus, und mit der Veröffentlichung von ChatGPT 4 sagen die Autoren selbst, also der nächsten Version von ChatGPT, dass diese Werte sehr wahrscheinlich noch weiter steigen werden. Wenn du also Probleme hast, die Aussagen der FED richtig zu verstehen, dann kannst du jetzt entweder direkt mit etwas Wissen um die Programmierung von Sprachmodellen direkt und heute loslegen und sofort und die Daten eben analysieren lassen und mit der Eingabe von korrekten Analysen ein bereits sehr solides Modell der Analyse hier erhalten, oder du wartest noch ein paar Wochen und Monate, bis solche Anwendungen mit Sicherheit auch online und einfach verfügbar sind für alle. Dabei stellt sich für mich hier nicht die Frage, ob solche Anwendungen irgendwann kommen werden, sondern eigentlich nur wann. Das ist also das eine wissenschaftliche Forschungspapier, was ich sehr interessant fand mit ChatGPT und auch eins der ersten ist, was sich damit überhaupt beschäftigt. Und das zweite Forschungspapier handelt eben von der Vorhersage von korrekten, steigenden oder fallenden Aktienkursen, nachdem man Nachrichtenschlagzeilen analysiert hat, sogenannte Ad-Hoc-Mitteilungen von Unternehmen vor allem, die ja rund um Entwicklungen um die Unternehmen selbst kreisen.
Die Studie hier stammt von Wissenschaftlern der Universität Florida und hat anhand der folgenden Eingabe bei ChatGPT, die du übrigens genauso nachmachen kannst, gefragt, wie sich eine Aktie jetzt entwickeln wird. Die Eingabe ging folgendermaßen. Vergiss alle vorherigen Eingaben. Tu so, als ob du ein Finanzexperte bist. Du bist ein Finanzexperte, der Erfahrung darin hat, Aktien zu bewerten. Sage ja, wenn es sich um gute Nachrichten handelt, nein bei schlechten Nachrichten oder unbekannt, wenn du dir bei der ersten Zeile unsicher bist. Dann erklär kurz mit der nächsten Zeile, wie du zu diesem Ergebnis gekommen bist. Ist diese Überschrift kurzfristig gut oder schlecht für den Aktienkurs der Oracle-Aktie? Überschrift: Rimini Street im Prozess gegen Oracle zu Zahlung von $630.000 verurteilt. ChatGPT antwortet darauf: Ja. Die Strafe gegen Rimini Street könnte Investoren darin besichern, dass Oracle sein geistiges Eigentum schützen kann und mehr Nachfrage für ihre Produkte und Dienstleistungen erhält. Das ist mal eine gute Antwort. RavenPack, ein bekanntes ja Konkurrenzanalyse-Tool für Nachrichten, das bisher sehr weit verbreitet ist, schneidet dabei durch die Bank schlechter ab als ChatGPT, was kostenlos nutzbar ist, was das Potenzial von dieser Software hier aufzeigt. Die Studie hat dabei Nachrichten nach dem Jahr 2021 genutzt, die nicht Teil von den Bestandsdaten von ChatGPT waren und damit eben aufzeigt, dass es hier eine statistische Verbindung zwischen dem Aktienkurs und den Nachrichten gab, was ein Indiz dafür ist, dass die Technologie die Nachrichten richtig verstanden hat. Dabei wurde ChatGPT in den Versionen 1, 2 und 3 genutzt. Diese Forschungspapiere haben gezeigt, dass das Programm an sich bereits bessere Auswertungen als die Konkurrenz liefert und viel bessere Auswertungen, wenn man ihm noch weitere selbst ausgewertete Daten liefert. Das wird erstmal vor allem Finanzprofis zunutze kommen, die zum Beispiel in Hedgefonds arbeiten und Aktien dann eben ganz kurzfristig bestehend auf der Nachrichtenlage handeln. Aber ich bin davon überzeugt, dass man eher früher als später auch zahlreiche Anwendungen bekommen wird für Privatanleger, die für diese nützlich sind und die Aktienanalyse. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Würdest du ChatGPT oder andere Tools mit künstlicher Intelligenz nutzen, um Anlageentscheidungen zu treffen? Sag's mir unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf den Austausch. Ich lese alle Kommentare und bin mal gespannt, was ihr so sagt. Und wenn du jetzt wissen willst, wie du die Rezession 2023 nutzen kannst, um reich zu werden, dann klicke hier. Damit wünsche ich dir jetzt eine gute Rendite und bis zum nächsten Mal.